WWW. Für die meisten Menschen steht das wahrscheinlich für das World Wide Web. Kids der 90er und 2000er Jahre haben aber möglicherweise noch eine andere Assoziation. Willi will's wissen. Willi will's wissen war eine Kindersendung, die sich mit Sachthemen beschäftigte und von 2002 bis 2010 bei dem Kindersender Kika ausgestrahlt wurde. Obwohl die Sendung somit so etwas wie ein Relikt aus den Zeiten vor Smartphones und Streamingdiensten ist, ist sie seit geraumer Zeit wieder höchst relevant. Der Grund dafür ist, dass in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Memes in Umlauf gebracht wurden, die die Angemessenheit der Sendung und vor allem die Persönlichkeit des Moderators Willi ziemlich in Frage stellen. Aufgrund dieser aktuellen Relevanz wollen wir in diesem Video daher einen genaueren Blick auf die Kontroverse um Willi will's wissen und den Moderator der Sendung werfen und dabei auch zu der ein oder anderen faszinierenden Erkenntnis kommen. Daher bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und aktiviert mal die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt, und folgt uns bei dieser Gelegenheit bitte auch auf Instagram. Bevor wir genauer auf die aktuelle Kontroverse eingehen wollen, wollen wir zunächst die Frage klären, welche Person überhaupt hinter dem Namen Willi steckt. Der Moderator von Willi will's wissen ist nämlich der Reporter Heimer Rudolf Willi Weitzel. Willi Weitzel wurde bereits 1972 in der hessischen Studentenstadt Marburg geboren. Seine Eltern waren im Einzelhandel tätig, sodass er eine unproblematische Kindheit genoss. Im Alter von 19 Jahren schloss er dementsprechend sein Abitur ab und versuchte sich an einem ersten Studium. Er studierte Theologie, also Religionswissenschaften, musste aber nach 2 Jahren feststellen, dass ihm der Studiengang wohl nicht mehr so recht passte. Stattdessen widmete er sich dann einem Lehramtsstudium. Die Vermittlung von Wissen schien ihm also schon damals eine interessante Aufgabe zu sein. Gleichzeitig absolvierte Willi, der damals Anfang 20 war, auch ein Praktikum beim Bayerischen Rundfunk und bekam so Einblicke in den Fernseh- und Radiojournalismus. Obwohl er dieses Praktikum nur gemacht hatte, um Erfahrungen zu sammeln, entpuppte es sich für Willi als eines der wichtigsten Sprungbretter seiner Karriere. Ein Redakteur des Bayerischen Rundfunks namens Andreas Reinhardt erkannte nämlich Willis Potenzial in der Medienbranche. Daraufhin wurde dann das Format Willi will's wissen konzipiert, das Willi von nun an moderieren sollte. Grundidee der Sendung war, dass Willi verschiedenste Berufsgruppen und Orte besuchte und dabei gemeinsam mit den jungen Zuschauern und seiner naiven und neugierigen Art und Weise den Themen und Berufen auf den Grund ging. Tatsächlich entwickelte sich das Format zu einem echten Quotenschlager, sodass über 8 Jahre hinweg fast 200 Folgen der Sendung produziert wurden, die inzwischen auf mehr als 4 Sendern ausgestrahlt wurden. Hinzu kamen im Laufe der Zeit auch noch weitere Sendungen wie Willis Quiz Quark Club und Gute Frage, Nächste Frage. 2010 verabschiedete sich der Moderator jedoch allmählich aus der Fernsehlandschaft, um sich anderen Projekten zu widmen. Wie kommt es aber dann, dass ausgerechnet 10 Jahre nach der letzten Willi will's wissen Episode ein derartiger Shitstorm um den Moderator losgebrochen ist? Um das aktuelle Meme-Phänomen um Willi Weitzel und seine Sendung besser zu verstehen, ist es vor allem sinnvoll, einen genaueren Blick auf die viral gegangenen Clips zu werfen. So ging beispielsweise dieser Clip hier viral. Etwas, eine Kleinigkeit, unterscheidet mich von euch. Ich will laufen. Ich kann gehen. Ich bin ein Fußgänger. Oder auch der hier. Frau Doktor, ich glaube, ich bin verliebt. Wo tut's denn weh? Dies waren jedoch nur 2 von vielen Momenten aus Willi will's wissen, die in letzter Zeit verbreitet wurden. Der Grund für ihre Viralität ist dabei recht offensichtlich. An vielen Stellen kommt Willi Weitzel nämlich nicht nur unhöflich, sondern teilweise sogar diskriminierend oder gar verletzend rüber und zeigt damit ein Verhalten, was in den Augen vieler nicht nur unsympathisch, sondern auch unangemessen ist. Die Schlussfolgerung vieler Leute, die einfach so mit diesen Ausschnitten konfrontiert werden, ist daher nachvollziehbar. Willi Weitzel, der Typ hinter Willi will's wissen, muss ein empathieloser und diskriminierender Soziopath sein, sodass auch Willi will's wissen rückblickend betrachtet vollkommen unangemessen ist. Auch wenn diese Interpretation verständlich ist, ist sie bei genauerer Betrachtung einfach nicht wahr. Denn alle Clips, die in letzter Zeit viral gegangen sind, haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind aus dem Kontext gerissen. Ihnen fehlt der größere Zusammenhang, der sie verständlich macht. Wie bereits erwähnt, war Willi will's wissen nämlich eine Kindersendung, deren Grundidee es war, dass Willi Weitzel sich auf naive Art und Weise jede Folge mit neuen Themen und Fragen beschäftigte.
Da die Zielgruppe dabei logischerweise junge Kinder im Grundschulalter waren, erforderte dies auch eine gewisse Kindlichkeit von Willi Weitzel höchstpersönlich. Wenn man sich nun mit dieser Tatsache im Hinterkopf die Ausschnitte aus Willis Sendung anschaut, wird klar, dass seine Direktheit nichts damit zu tun hatte, den Leuten vor den Kopf zu stoßen oder sie zu beleidigen. Stattdessen war sie stets ein Mittel, um die Inhalte seiner Sendung einfach und verständlich zu gestalten und bei seinen jungen Zuschauern echte Lerneffekte zu erzeugen. Seine heute als Dreistigkeit abgestempelte Art war also nicht darauf zurückzuführen, dass Willi Weitzel in irgendeiner Form eine rücksichtslose Persönlichkeit hatte. Im Gegenteil, sie war ein bewusstes pädagogisches Mittel, das Teil des Grundkonzeptes der Sendung war. Auch Willi Weitzel selbst äußerte sich übrigens inzwischen zu den zahlreichen Vorwürfen, die gegen ihn laut wurden, und sagte, dass jeder, der ihn persönlich kenne, genau wisse, dass er im wahren Leben ein echter Menschenfreund sei. Auch wenn diese Aussage im ersten Moment vielleicht etwas hochtrabend klingen mag, ist aber tatsächlich etwas an ihr dran. Wenn man sich Willi Weitzels Beschäftigungen nach seinem Rückzug aus der Fernsehlandschaft anschaut, fällt nämlich auf, dass er außergewöhnlich engagiert ist. So hat sich Willi in den letzten 10 Jahren für Dutzende Hilfsprojekte eingesetzt. Beispielsweise ist er UNICEF-Pate und setzt sich so für die Rechte von Kindern ein. Außerdem ist er in zahlreichen Stiftungen engagiert, die sich für das Wohl von Kindern einsetzen. Zudem ist er auch in Antirassismus-Kampagnen involviert und sitzt im Beirat der Hurraeus Bildungsstiftung. Seit 2011 hat er sich außerdem auch um den Erhalt vieler Arten bemüht und ist daher inzwischen deutscher Botschafter der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Neben diesen vielfältigen Engagements war Willi Weitzel aber auch weiterhin an anderen Projekten beteiligt und produzierte so beispielsweise eine Reihe namens Willis wilde Wege und andere Dokumentarfilme. Einen beispielsweise, bei dem er testete, ob es heutzutage noch möglich ist, mit einem Esel von Nazareth nach Bethlehem zu wandern. Ein Vorhaben, welches ihm tatsächlich gelang. All diese Beispiele sowie die Tatsache, dass die Willi-Wills-Wissen-Memes ausschließlich aus dem Kontext gerissen sind, verdeutlichen also, dass es definitiv sehr weit hergeholt ist, Willi Weitzel in irgendeiner Form menschenunfreundliches Verhalten vorzuwerfen. Stattdessen zeigt die aktuelle Debatte um ihn ein anderes Phänomen, auf das wir hier kurz eingehen wollen. Die Kontroverse ist nämlich ein erstaunliches Beispiel für Massenpsychologie. Sie zeigt, wie schnell sich Auffassungen und Meinungen ausbreiten, wenn sie nicht hinterfragt werden, und wie einfach es ist, dass gewisse Ideen, wie zum Beispiel Willi Weitzel war eigentlich ein total unhöflicher oder sogar bösartiger Kerl, sich ausbreiten, selbst wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen. Und sie zeigt auch, wie sehr sich Sachen nur dadurch verzerren und falsch darstellen lassen, dass man ihnen den Kontext nimmt. Eine Methode, die vor allem bei Aussagen prominenter Personen häufig Verwendung findet. Das Beispiel Willi will's wissen verdeutlicht somit einmal mehr, wie wichtig es ist, die Mehrheit nicht mit der Wahrheit zu verwechseln. Im Übrigen wollen wir aber dennoch eine weitere Sache anmerken, die in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben soll. Denn auch wenn wir nach unseren Betrachtungen der Auffassung sind, dass Willi Weitzel nicht der ist, zu dem er in letzter Zeit gemacht wird, ist es wichtig, sich mit den Medien und der Gesellschaft unserer jüngeren Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen. Denn sie zeigen uns, wie wenig selbstverständlich Werte wie Gleichberechtigung und Inklusion sind. Man schaue sich nur mal diesen Ausschnitt aus einer Dr. Oetker-Werbung aus dem Jahr 1955 an. Sie wissen ja, eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Ein weiteres Beispiel, das eine andere Form der Diskriminierung offenbart, sind etwa die berühmten Geschichten von Pippi Langstrumpf. Die Bücher, die in den 40er Jahren erschienen, sind bis heute die erfolgreichsten Kindergeschichten der Welt und immer noch wahnsinnig beliebt. Allerdings wurden in den Pippi-Langstrumpf-Büchern Menschen mit schwarzer Hautfarbe mit Wörtern bezeichnet, die wir nicht näher nennen wollen, und somit äußerst diskriminierend dargestellt. Tatsächlich gibt es aber auch neuere Medien, die bei genauerem Hinschauen eigentlich ziemlich diskriminierend sind. So deckte beispielsweise der YouTube-Channel Pop Culture Detective auf, dass selbst die Serie The Big Bang Theory mit zahlreichen sexistischen Handlungsverläufen und Aussagen übersät ist. Wie ihr seht, es ist wichtig, sich kritisch mit Medien auseinanderzusetzen. Deshalb setzt euch gerne kritisch mit diesem Video auseinander und schreibt uns eure Meinungen in die Comments und liked es, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr und peace out.